Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Astronia. Ja, ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen. Und zwar, gut, das hier weiß ich jetzt nicht, was das jetzt heißt. Also es ist wahrscheinlich noch nicht, ja, keine Ahnung. Es zeigt halt an wahrscheinlich, dass es aktiv geschaltet ist oder so. Ich glaube, wir könnten in zwei Richtungen hier nur, also entweder nach da oder nach da. Also das heißt, wir müssen eigentlich alle Planeten freischalten, damit das funktionieren kann. Aber was noch viel wichtiger ist, hier steht im Internet dazu geschrieben, weil anhand von dem Symbol kann ich das wirklich nicht erkennen, dass das Silikon sein, also Silizium, Silicon auf Englisch, Silizium sein soll, was man hier reinstecken soll. Kann ich wirklich nicht erkennen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur dumm oder so. Also ich erkenne es halt nicht. So. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit den Symbolen hier, mir das zu merken, was wie aussieht. Von daher, vielleicht liegt es auch daran. Ich weiß es nicht so genau. Allerdings würde ich sagen, wir müssen sowieso dann noch ein paar Mal mit dem Raumfahrzeug hin und her fliegen, um alle zu aktivieren und so weiter. Wir müssen auch auf unseren Heimatplaneten das Ding überhaupt mal aktivieren, würde ich sagen. Das sollte machbar sein für uns. Mittlerweile denke ich, hoffe ich, werden wir sehen. Mal gucken, ich weiß es so genau nicht. Da oben steht mein Raumschiff. Ich würde jetzt einfach mal alles, was ich mitnehmen will, also zurück nach Hause mitnehmen will, mitnehmen. Ich weiß nicht, denn das meiste Zeugs, was hier steht, brauche ich ja zu Hause eigentlich nicht, weil ich es da ja eh schon habe. Was wie Eisen habe ich ja schon ein bisschen was. Ja gut, den Beacon lassen wir sowieso hier. Wie weit bist du? Es dauert noch ein paar Minuten, bis der fertig ist. Ja. Hier will ich mal ausschalten. Braucht ihr nicht. Na wobei, eigentlich ist es egal. Wenn wir weg sind, ist es eigentlich eh egal. Er kann ja hier das Storage hier voll machen, was er hat. Hat ja nicht so viel. Hat ja nur vier Steckplätze. Dann haben wir halt vier da von den Hydrogen. Das ist doch voll okay. Ach, warte mal, was ich noch... Ah, nee. Geht ja nicht. Genau. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht könnte ich ja auch hergehen und einfach hier auf dem Planeten das Silizium schon mal herstellen. Vielleicht geht das ja. Nein, es geht leider nicht. Und wisst ihr wieso? Weil ich hier kein Wolfram habe. Das ist der ganze Grund. Ich habe hier kein Wolfram und ich glaube, ich finde hier auch keins. Ich glaube, es ist egal, wie tief ich hier grabe. Ich werde hier keins finden. Deswegen macht das Ganze gar keinen Sinn. Denn wir würden... Warte mal, für was war das? Hier. Hier, glaube ich, kann man das bauen. So, zwar für... Für das Chemistry Lab. Was wir brauchen würden, um Silizium herzustellen zu können, würden wir Tungsten brauchen. Also Tungsten ist Wolfram und das haben wir halt nicht. Dann haben wir gedacht, vielleicht können wir uns das hier ertraden. Dann habe ich mal geguckt. Trade-Plattform. Tungsten. Oh, shit. Auch da brauchen wir Wolfram. Auch da keine Chance. Bekommen wir nicht hin. Okay. Gut. Das heißt, für uns, wir sind hier durch auf dem Planeten eigentlich. Also wir sind hier eigentlich durch. Ich meine, ja, man kann so dies und das, man könnte noch ein bisschen hier und da und weiß ja nicht und hast ja nicht gesehen, aber eigentlich sind wir durch. Okay, wir haben hier nicht mal Strom gerade. Okay, so, was ich jetzt noch, genau, einen Oxygen Generator wollte ich noch bauen, um wieder einen ins Raumschiff zu stopfen, glaube ich. Oder habe ich da schon einen drin? Warte mal, ich gucke mal. Ich glaube nicht. Ah, hier rauf, das ist immer so eine Qual, ne? Das geht da so langsam. Nö. Okay, gut. Dann ab nach unten. Hui. So. Gut. Einen Oxygen Generator. Ich glaube, den macht man da. Ich denke schon. Rover, Tractor, Trailer, Solid Fuel, Packager, Small Canister, Work Guide, Medium Printer. Naja, Keramik und Alu. Alu, haben wir da was da? Ich weiß, ich habe letztens mal irgendwo was gefunden, aber ich weiß nicht, ob ich da so viel mitgenommen habe. Ich denke nicht. Okay, gut, dann gehe ich mal kurz Alu holen, würde ich sagen. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz fix einmal Alu holen.
Und was machen wir noch? Gut. Keramik. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Thema. Da haben wir hier hinten sogar Clay. Das stopfe ich mal darüber. Und dann haben wir auch Keramik. Dann passt das schon. So. Das Säul. Würde ich hier mal ein bisschen abladen. Einfach nur, um es getan zu haben. So. Ja damit. Und ja damit. So. Dann gehe ich mal los und... Ah, ich sollte vielleicht das hier nehmen. Ja, das hier kann ich ja vielleicht hier lassen irgendwo. Stellen wir es mal. Ne, stellen wir es mal da drüben hin. So. Okay. Und dann fahre ich mal los. Das hier sieht vielleicht ein bisschen doof aus. Das ist hier, glaube ich, schöner. Einfach von der Optik ist es so schöner. So, dann fahre ich mal los und hol mal Alu, weil ich weiß. Oder warte mal, haben wir hier unten auch welches gehabt? Ich war doch hier auch schon am Suchen. Ja, gut, mal gucken. Ich war doch hier auch schon am Suchen. Vielleicht haben wir hier auch welches. Ich gehe mal da rein und guck mal. Eigentlich wollte ich das offscreen machen, aber wenn wir jetzt hier direkt was finden würden... Ich glaube, wir haben ja sogar was. Oder? Da hinten war doch das, oder nicht? Da hinten war doch das. Ich wollte jetzt zu meiner alten Base fahren und da in die Höhle, aber ich glaube, hier haben wir auch welches gehabt irgendwo. Und da ist Quarz. Ich glaube, das war nicht mal so weit. Resin. Nochmal Quarz. Nochmal ein Generator. Schön. Resin. Miss Visage. Was war das? Weiß keiner so genau. Okay. Ich glaube, ich muss das... Hier. Hier wollte ich das eigentlich machen. Ich glaube, ich muss das trotzdem mal offscreen machen. Ein bisschen Alu suchen. Wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Wenn ich Alu habe. So, da bin ich wieder und ich habe Alu im Gepäck. Wunderbar. Also zumindest das Rohmaterial dafür. Ab nach oben. Und meine Pause war super getimt irgendwie, weil als ich auf die Pause-Taste hier von OBS gedrückt habe, musste ich direkt niesen. Und zwar so richtig. So von jetzt auf gleich. So total überraschend eben. Kennt das bestimmt. Ab und zu hat man keine Vorwarnung. Da geht's dann einfach los. Da kribbelt es ganz, ganz kurz und sofort kommt der Hachi hinterher. Und genau so war das. Und ja, von daher super getimed. Sehr schön. Oh, jetzt mal das Zeug durch. Das nehmen wir mal mit. Oh, ist das fertig? Das ist fertig. Warte mal, ich habe hier noch was anderes mit. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das... Muss das so sein? Okay. Keine Ahnung. Okay. Okay, die hatten nur keinen Saft. Okay, okay, gut. Na, gerade hieß es ja, das Item ist not researchable. Keine Ahnung, ja, was das dann ist. Irgendein Schlüssel. Recreational. Keine Ahnung. Was auch immer das ist. Okay. Oh, kein Strom. Kein Strom. Weil wir hier eigentlich trotzdem relativ viel Strom haben, so insgesamt. Oh, es läuft gerade alles, ne?
Das läuft gerade alles. Deswegen bringt der Kleine da einfach zu wenig Strom. Hier mal eine Weile ausschalten vielleicht. Ach ne, jetzt geht's ja. Jetzt geht's ja wieder. Alles gut. So. Zack. Komm mal mit. Ab nach oben. Jawohl. Steht da schon richtig? Stand er da schon richtig drin? Weiß nicht, das sah so falsch aus irgendwie. Jetzt jedenfalls. Okay. Gut, wir hätten noch Platz, was zu mitnehmen, aber ich glaube, wir haben alles dabei, was wir so brauchen werden. Ich hoffe es zumindest. Okay. Beacon ist hier. Wunderbar. Ich hoffe, wir können hier auch wieder landen, weil hier eine Landing-Plattform jetzt da steht. Ja, werden wir sehen. Ansonsten muss ich da hinten landen, was nicht so optimal wäre. Aber gut, ich habe ja ganz nach da drüben so eine Leitung gelegt hier. Mit diesen Böppeln, die man hier aufstellen kann. So eine blaue Leitung. Die geht bis ganz nach drüben normalerweise. Die hört nur jetzt hier auf, weil hier wahrscheinlich die Render-Distance oder die View-Distance weg ist. Von dem Zeug, kann ich mir vorstellen. Wenn ich ein bisschen... Genau, dann kommt der nächste. Guck. Okay, gut. Also, wir haben alles da. Und wir können auch hier einfach rüberlaufen, wenn wir hier auf der anderen Seite landen müssen. Das weiß ich ja nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, wir steigen ein. Und fliegen direkt los zu unserem Heimatplaneten, wo wir dann endlich mal ein bisschen Silizium herstellen und vielleicht eine Trading-Plattform oder so bauen. Oder, das weiß ich noch nicht so genau. Also, los geht's. So, ab zur Sylphi. Wo ist denn die Sylphi? Bist du die Sylphi? Du bist die Sylphi. Okay. Und da müssen wir jetzt dann auf jeden Fall so ein Dingens öffnen. Ich hoffe, ich habe hier ich sehe hier irgendwo einen Beacon, wo meine Base ist. Das ist sehr unvorteilhaft, wenn nicht, weil ich weiß nämlich nicht. Da sind wir doch schon zu Hause. Da landen wir doch mal. Und hier haben wir halt nichts in der Nähe, von wegen, warte mal, ich sollte vielleicht trotzdem nochmal in den Orbit. Ich gehe mal trotzdem nochmal in den Orbit, ich muss mal gerade nochmal gucken. Ich muss mal eben nochmal gucken. Wo ist denn bei uns der nächste... Der nächste Dingens hier zum Aktivieren. Irgendwie sehe ich gerade keinen. Ja, das hier könnte vielleicht einer sein, der unter uns hier durch... Ja, das ist auf jeden Fall einer. Der ist am Arsch der Welt. Hier ist einer. Da ist einer. Wo sind wir zu Hause? Da hinten. Wäre in diese Richtung ziemlich genau. Das ist was für eine Richtung? Das wäre so südwestlich. West-Südwest, würde ich sagen. Gut. Gut. Wie bekomme ich da jetzt... Achso, der Large Printer liegt ja immer noch rum, den ich zu viel gebaut habe. Okay. Ja, vielleicht können wir den irgendwann mal auf einem anderen Planeten mitnehmen oder so, weiß ich nicht. Ja. Habe ich irgendwas? Nö. Okay. Gut. Ja, das Ding ist definitiv auch Schrott. Als nächstes wollten wir uns mal einen Hydrazine Thruster bauen. Den Hydrazine Thruster, ich denke mal hier an dem Kleinen. Hier.
Steel und Tungsten. Tungsten müssen wir irgendwo rumliegen haben. Brauchen wir nur noch Steel. Und das war ja das Problem. Warte mal, Silikon. Das können wir nicht auch mal herstellen. Brauchen wir sowieso zweimal auf jeden Fall. Resin und Quarz. Stellen wir eben her. Brauchen wir sowieso zweimal. Alles gut, alles fein. Also. Welches Gas brauchen wir da jetzt nochmal dafür? Ich habe es wieder vergessen. Also entweder das hier oder das hier. So, ich stelle mal beides hin, weil wir brauchen definitiv beides. Jawohl, Methan brauchen wir, okay. Dann mach das mal. Ab in die Mikrowelle damit. Wunderbar. Okay, dann brauchen wir nochmal Quarz und Resin. Oh, und ich vergaß, wir haben ja hier so ein bisschen ein Power-Problem. Vielleicht sollten wir uns darum als erstes kümmern. Hm. Okay. Resin und... Haben wir hier irgendwo Resin noch rum? Ich sehe es halt nicht. Ich sehe gerade keines. Resin und Quarz. Wir haben kein Resin und kein Quarz hier. Das ist super, super schade. Okay. Resin, glaube ich, war hier hinten. Irgendwo. Nö, war es nicht. Ich habe ja überall so Löcher. Dann auf der anderen Seite. Dann in diese Richtung. Ding. Hier. Hier ist Resin. Perfekt. Da ist Resin. Brauchen wir nur noch Quarz. Das sollten wir aber auch finden. Ich denke, das ist nicht so tragisch. Oh, ja, mit dem Resin. Ja, das reicht ja eh schon. Ja, völlig. Mal gucken, Quarz. Was wollte ich mit dem Silizium hier nochmal machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich war so verloren, so lost irgendwie auf den anderen Planeten, wo ich jetzt war. So beschäftigt damit, die zu erkunden. Dann haben wir noch ein bisschen Schrott. Hallo. Oh. Also Stahl brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ist ja auch Fakt. Gibt's hier Quarz. Ich suche mal nach Quarz. Wir sehen uns dann gleich. Okay. Das, was es auf den anderen Planeten an Quarz gab, gibt's hier an Alu. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Jedenfalls habe ich jetzt auf die Schnelle keinen Quarz gefunden. Wir machen uns einfach schnell welchen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja alles da. Wir haben ja alles da. Und dann machen wir mal eben Quarz. Dann haben wir eben drei Quarz. Ich hätte auch hier machen können, ne? Ist egal. So, machen wir eben Quarz. Dann haben wir hier einmal das hier schon mal fertig. Super. Hat das Ding jetzt kommt? Nö, da oben da ist ein zum Balken wahrscheinlich weg. Ja genau, passt. So wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann machen wir hier nochmal das Zeug. Und das nächste ist nochmal Stahl. Stahl wird wahrscheinlich Carbon und Dingens brauchen. Carbon und Eisen. Ich mach davon auch mal, ich weiß nicht, 2, 3. Keramik, Carbon. Komm, wir machen 3. Wo ist mein Eisen? Polylithium. Oh, das habe ich noch nicht geschmolzen, kann das sein? Ich habe das noch nicht geschmolzen. Das ist natürlich nicht so ganz geil, aber gut. Gut, machen wir das mal. So. No. Was habe ich hier noch drin? Oh nee, ich habe Eisen. Gut, das geht natürlich schneller. Säbel? Was? Jetzt aber. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Nee, ich war mal jetzt doof, ne? So, also Eisen haben wir sowieso genügend da.
Okay. Gut. Also, das hier müsste ja fertig sein. Jawohl. Oh. Oh. So, dann brauchen wir Stil. Jetzt. Okay, das muss ich händisch herunternehmen. Sehr, sehr komisch. Aber gut. So, wir haben es zweimal. Was? Oh. Okay. Mal dahin. Ja, okay. Gut, wir haben alles da. Für nochmal ein bisschen Stahl. Okay. Gut. Wir könnten schon mal explorieren. Nicht explodieren, sondern explorieren. Aber dazu brauchen wir ein bisschen Compound. Warte mal, wir könnten hier ja auch einfach mal das hier anmachen. Wieso macht er nicht? Na. Okay. Dann macht er die anderen beiden auf jeden Fall auch noch fertig. Dann macht er die anderen beiden auf jeden Fall auch noch. Haben wir hier ein Gefährt rumstehen irgendwo? Ich denke nicht. Ich denke, wir haben hier noch keins gebaut. Haben wir auch nicht. Haben wir auf einem anderen Planeten gebaut? Okay. Gut, dann würde ich hier vielleicht sogar schon mal das Größere bauen wollen. Oder ein etwas Größeres. Weil, wenn wir hier die Base dann mal rüber, ja, rüber schwingen müssen. Medium Rover. Kann ich eigentlich, nur mal so ganz dumm gefragt, kann ich eigentlich mit einem Traktor so einen Medium Rover ziehen? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Plastik und Rubber. Oh Gott. Okay, gut. Ich lege mal das hier ab. Ich wollte ja bestimmt irgendwas bauen damit. Weiß nur nicht mehr was. So. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal Stil. Ein Tanks brauchen wir noch. Tanks. Oh. So. Das machen wir mal. Wollte ich ja die ganze Zeit schon machen, so ein Ding. Und was ich noch unbedingt... Okay, jetzt müsste er erstmal durch sein. Eigentlich wollte ich ja explorieren, aber das weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das auch erst in der nächsten Folge. So, wir gucken mal. Was brauchen wir für Nanocarbon-Alloy? Da brauchen wir Titanium-Alloy und Steel. Titanium und Graphite. Okay. Bisschen Graphit. Ein bisschen Graphit. Haben wir davon noch was da? Ich glaube nicht. Das sieht nicht danach aus. Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Gut. Machen wir uns schnell welches. Ah, reicht nicht. Reicht nicht ganz. Machen wir so ein paar Löcher. Kommt es auf ein bisschen mehr Loch nicht an. Okay. Ah, man sieht das auch am Kringel hier, sehe ich gerade, wie voll die Kanister sind. Das ist ja super. So, jetzt reicht es nämlich. Gerade so für eines. Super. Machen wir mal ein bisschen Graphit. Oh, guck mal. So, wie fuelt man den jetzt? Reusable provides durable thruster, requires hydrazine as fuel. Hydrazine. Oh, okay. Wir müssten ja... da haben, oder? Warte mal. Müssen wir ja da haben. Habe ich ja hier irgendwo dran stecken normalerweise. Ich hoffe mal, dass das... Hydrogen? Nö, das ist nicht Hydrazin. Oder?
Habe ich mich da nur verlesen? Oh. Oh. Okay. Ich vermute, wir brauchen, um das herzustellen, auf jeden Fall Hydrogen. Ja. Gut, wo stehe ich das hier? Hier vielleicht? Hydrazin. Hydrogen, Ammonium und Ammonium. Ah, okay. Gut, und das ist dann irgendein Gas oder so, vermute ich mal. Okay. Gut, 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 gut. Erstmal... Steel, Titanium und... Titanium Alloy. Hier waren wir stehen geblieben, genau. Nitrogen. Gut, müssen wir ein bisschen Nitrogen noch machen. Das ist ja kein Problem, das hören wir ja hier normalerweise. Ja, hier Nitrogen. Gib mal her. Okay. Gut. Dann haben wir hier was, das wir da brauchen könnten. Und... Titanium. Einmal Titanium. Das, davon habe ich leider nicht so viel mitgenommen. Aber ich habe ein bisschen was da. Ich habe ein bisschen was da. Da war das. Nehmen wir mal mit. Huch. So. Das reicht schon. Titanium? Das haben wir doch da. Wieso? Oh. Ah. Oh. Muss man das erstmal noch brennen vielleicht? Das kann sein. Nö. Müssen wir da nochmal irgendeinen Roy herstellen? Hydrazin. Ja, gut. Ammonium und Ammonium. Gibt's hier Ammonium? Oh, nee. Aber habe ich vielleicht welches mit? War ich so klug und habe das mitgenommen? Ja. Oh, zum Glück. Oh, zum Glück. Zum Glück. Okay. Gut. Jo. Ja. Wenn er nicht selbst nimmt. Okay. Das geht zum Glück relativ schnell. Wandelt der jetzt hier komplett alles irgendwie um oder so? Oder keine Ahnung. Hydrazin. Und da ist wie viel drin? Einmal nur. Okay. Na, schade. Okay, dann brauchen wir... Das ist ja richtig kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen, hier diese bessere Power Supply zu herstellen. Graphite. Hydrazin und, Graphite. So. Genau, der verbraucht das komplett. Das ist ja voll schade. Das heißt, wir brauchen davon wahrscheinlich auch jedes Mal eine volle Tube, um von A nach B zu kommen. Okay, gut. Graphene. So. Und jetzt. Diamond. Oh, das brauchen wir später auch noch. Titanium Alloy. Nitrogen, Graphite und Titanium. Da muss man doch jetzt alles da haben.
ist das hin? Stil, hin. Argon. Wo ist das hin? Ich hab das doch gerade. Ich habe das doch gerade hergestellt. Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist denn das hin? Titan? Titan? Hä? Ich habe doch gerade Grafine hergestellt. Achso, das hängt schon oben. Titanium. Titanite, okay. Machen wir das vielleicht hier? Ja. Okay. Dann geht's aber los hier. Dann haben wir endlich unendlich Power. Hoffentlich. Weil ihr seht schon wieder hier, die Stromversorgung wird schon ziemlich dünn. Mal wieder. Und was heißt unendlich Power? Also ich meine, es wird dann auch so dünn sein, die Stromversorgung. Aber sie wird konstant sein. Und darum geht's mir. Konstant Strom zu haben. Das ist so super. Ich meine, das geht dann alles nicht super schnell. Aber es geht halt wenigstens. Und darum ist das gut. Und das nächste ist, dass halt unsere Power Storage ist da drüben vielleicht auch. Dann, ja, ein bisschen besser geladen werden oder halt länger herhalten, wenn wir halt ab und zu mal was machen. Okay, so, jetzt geht's los. Oh, das ist aber echt ein Aufwand hier, das ist ja furchtbar. Gut, wer High-End-Tech will, der muss auch High-End-Tech machen, ja, also. Okay, was wollte ich mit den Silizium machen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, wir gucken mal. Medium Rover. Wir könnten mal den Plastic Rubber. Ah, das müssen wir halt auch alles da drin machen. Da ist gerade belegt. Ah. Wir brauchen gerade die ganze Energie, ja? Kann das sein? Ja. Wir brauchen gerade die komplette Energie, um hier das Zeug zu backen. So. Titanium Alloy. Nanocarbon Alloy. Achso. Steel? Steel? Okay, wieso sieht das? Was? Stil habe ich doch da. Und wo ist mein Nanocarbonalloy hin? Also mein... Hier, Titaniumalloy. Ah, das sieht so aus. Okay. Gut, habe nichts gesagt. Helium. Wieso geht das? Achso, geht eben nicht. Ich habe kein Helium. Nein, ich habe kein Helium. Gut, ich habe kein Helium. Nichts mit der unendlichen Energie. Erstmal. Schande. Okay, wir brauchen Rubber und Plastik. Vielleicht sollte ich hier mal ein Storage-Dingens draufbauen irgendwie. Ne? Aber hier, ist das hier leer? Ja, das ist leer. So. So, okay. Ach, komm. So, Rubber. Organic und Resin. Rubber brauchen wir zwei, oder? Machen wir erstmal eins. Dann gucken wir mal. Das war... Nee, das habe ich hier gesehen. Rubber einmal. Okay, dann einmal. Das andere zweimal. Rubber. Organic. Hier haben wir Organic.
Blasting von zweimal. Vielleicht machen wir Blasting auch aus Rubber? Das weiß ich gerade nicht mehr. So. Ah, super schade. Super, super schade. Okay, wir könnten trotzdem mal auf Erkundungstour gehen. Dann. Ich baue mal noch einen Traktor. Ein Traktor. Wir haben hier zwei Alu rumliegen. Ja. Das ist genügend für den Traktor. Da. Einen Tracker. So, her damit. Bling, einmal Rubber und Plastik. Compound und Carbon. Okay, gut, das ist was anderes. Zweimal Carbon, zweimal Compound. Haben wir noch zweimal Carbon da? Einmal. Einmal. Und Compound haben wir nicht da. Na, können wir uns aber machen, ganz einfach. Compound. Wenn wir da was da hätten. Oh. Das war das falsche Teil. Aber hier. Wir haben ja ein bisschen was da. Compound. Eines. Nein. Okay. Eines ist aber da. Reicht. Komm her. Her damit. War doch zwei Plastik, oder? Ja. Sehr gut. Ja. Plump, 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 plump. Ich greife mal das Teil und stopfe das mal eben schnell da an. Hallo? Die Sonne scheint. Hallo? Die Sonne scheint. Okay, dann schauen wir doch mal. Das ist bestimmt auch ein Medium Printer, also hier. Ah nee, warte mal. Das ist ja trotzdem ein Rover. Das ist ja trotzdem ein Vehicle. Ich wollte doch einen Anhänger. Buggy? Das ist aber doch auch... Nee, das sieht aber doch aus wie ein Anhänger. Das ist schon der Anhänger. Sieht nur das Zeichen so aus, als ob es ein kompletter Dingens wäre, ne? Okay, mal gucken, ob der Traktor... Der Traktor... ob der das ziehen kann. Wäre ziemlich cool, wenn er das kann. Okay. Ich sollte trotzdem lieber Windenergie, glaube ich, daran stöpseln als Solar. Das hat sich bisher bewährt. Weil das halt auch in die Richtung funktioniert. Okay, ich weiß nicht, ob er das ziehen kann. Ich vermute schon fast eher nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich vermute eher nicht. Ich glaube, das passt nicht. Aber gut. Probieren. Probieren. Ausprobieren. Denn ich möchte ja irgendwann mal die Base rüber moven. Aber gut. Vielleicht machen wir auch erstmal nur die Exploration heute. Je nachdem. Ja, ich glaube... Oh, es snappt. Oh! Oh, oh! Das geht! Das geht! Nice! Super cool. Okay, ich würde sagen, wir moven dann demnächst unsere Base darüber. Es ist ja cool. Das ist schön. Das gefällt mir. Also, wenn ich drauf sitze, kann ich es nicht.
nicht am Stecken. Okay, so. Dann. Warte mal, welche Richtung war das nochmal? West zu West. Da. Ich hab. Hab ich noch Compound? Ja, ich hab noch Compound. Mach mal welche, einfach nur um den Weg zu markieren, dass wir da hin müssen, so in die Richtung. So in die Richtung müssen wir. So. Ja. Okay, und dann gehen wir mal. Wo habe ich meinen Tracker? Da. Gehen wir auf Exploration Tour. Juhu, oh, was war denn das für weird, weirde Kamera? Super geil. Ja. Das war ja klar. Nein. Okay, wieso komme ich da nicht durch? Wieso sind hier überall Steine? Das gefällt mir nicht. Da sind überall Steine, das gefällt mir nicht. Ich fahre da mal vielleicht außen rum. Oh, was ist denn das da hinten? Ein ziemlich großer Schrotthaufen. Waren wir da schon? Oh, was haben wir denn hier noch? Ah, Malachi. Okay, das wäre Kupfer, glaube ich, ja. Aber hier gibt es sonst irgendwie nicht wirklich was. Meistens gibt es ja hier irgendwas, was man mitnehmen kann, aber irgendwie. Es sieht nicht so sehr danach aus. Ja, ich weiß schon, Sauerstoff. Wir gehen gleich zurück. Kein Problem. Okay. Ja. Geht doch. So. Wir wollten sowieso mehr in die Richtung vielleicht. Da hinten, da sehe ich doch schon von Weitem, dass da der Beacon leuchtet. Was haben wir hier noch? Was zum Mitnehmen? Ah, alles kaputt. Alles kaputt. Okay. Oh! Oh, guck mal das an. Oh! Dran. Das wollte ich mitnehmen. Ja, super. So, wo ist jetzt der Beacon? Da. Ah, gut, das sieht man ja schon von hier aus. Sehr cool. Also da können wir auf jeden Fall schön hinfahren. Da brauchen wir gar nicht erst irgendwie eine Straße oder so bauen, glaube ich. Oh, nee. Oder vielleicht doch. Mit meinen Fahrskills sollten wir vielleicht trotzdem eine Straße bauen. Was wir auf jeden Fall brauchen, das ist noch ein paar Mal so Anhänger. Na gut, vielleicht sollte man hier trotzdem ein bisschen Straße bauen, irgendwie da durch oder so. Ein paar Bäume fällen. So. Und hier braucht man nämlich Quarz, habe ich gelesen. Ja, okay. Gut.
Also. Hier wäre das Ding, das wir aktivieren müssen. Gut, haben wir das mal gesehen? Let's head back to base. Ich meine, hier kann man ja vielleicht ein bisschen so eine Straße hinbauen. Dass man hier vielleicht irgendwie schöner durchkommt. Oh, ist das... Das ist Ammonium hier. Super. Ich muss davon was mitnehmen. Wir brauchen nämlich Hydrazin als Treibstoff. Das trifft sich sehr gut. Weil dann... Ja, machen wir das doch. Oh, Schande. Oh, ich muss mal von denen hier ein paar loswerden vielleicht. So. Dann kann ich nämlich von dem Zeug hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, Inventar wieder voll. Ich hätte was zu Hause lassen sollen, zum Beispiel Stahl. Aber okay. Okay, wir kommen später wieder mit wesentlich mehr Forage im Gepäck, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich die hier irgendwie hinstellen, damit ich die auch sehe, irgendwie so ein bisschen. Wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich schwierig, das zu machen. Einfach nur, um das wiederzufinden vielleicht. Ein Beacon wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich mitgenommen hätte, aber okay. Wir wissen ja ungefähr, wo es ist. Okay. Hier. So. Ah, davon sollte ich auch was mitnehmen. Eieieiei. Okay. Ich muss dann später mit dem Traktor wiederkommen und ordentlich was mitnehmen. Ich hätte gleich den Anhänger anhängen sollen. Aber ich wusste nicht, wie die Strecke ist. Nein, wieso fällt der jetzt um? Das gibt's wohl nicht. So. Da wäre Compound, da wäre Resin. Alles, was wir brauchen, gibt's hier. Wunderbar. Auch Ammonium haben wir da. Ja, perfekt. Okay, da ist eine Schlucht. Bin da wahrscheinlich außen rumgefahren, ne? Gerade eben. Ich vermute, man kann hier außen rumfahren. Man sollte nicht reinfahren. Steuert sich ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Aber ich meine, er fährt. Und er fährt nicht mal so schlecht. Vielleicht in die Richtung. Wir sind weit außen rum gefahren, glaube ich. Um den Wald rum. Da fahren wir wieder außen rum. Das ist klüger. Einfach weit außen rum fahren. Genau, wir sind an einem Teil hier vorbeigekommen. Genau, hier war das. Wir sind weit außen rum gefahren. Okay, sehr gut. Was allerdings ein bisschen schlecht ist, unsere Research-Produktion wird darunter leiden, denke ich, wenn wir die Base darüber schieben. Aber das macht nichts. Wichtig ist, das Ding ist aktiv und wir können hin und her teleportieren zwischen den Planeten. Das wäre super geil, super wichtig und ich hoffe, das funktioniert auch, so wie ich mir das vorstelle. Ich habe nämlich das nicht gelesen, wo das hin teleportiert. Ich hoffe, dass es nicht auf demselben Planeten einfach nur hin und her teleportiert, sondern dass es halt planetenübergreifend funktioniert. Das wäre nämlich super geil. So, das schließen wir schon mal wieder an. Einfach nur fürs nächste Mal das Ding hier. Ich würde das gerne irgendwo hier auf die Base setzen, wenn ich ehrlich bin. Erstmal. Vielleicht da. Ah ja, stimmt, der Inventar ist hier voll. So, dann haben wir hier Ammonium zweimal. Das können wir eigentlich gleich verwerten. Okay, das darf zum Schmelzer rüber. Auch Organic können wir ein, zwei einschmelzen vielleicht. Wobei wir brauchen auch noch welches. Das war Resin und Organic, oder? Rubber? Ja. Sehr gut. Also einmal Rubber, zweimal Plastik. Das sieht mit dem Carbon aber schlecht aus jetzt. Ja, okay. Kein Problem. So. Aber wir hätten noch eins da gehabt. Oh, okay, egal.
Bling. Okay, und Compound können wir direkt machen. Weil wir brauchen ja wieder welches. Nochmal Compound. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen lazy, ein bisschen faul, aber was soll's. Okay. Ich glaube, wir sollten da zwei Hydrazine mitnehmen, oder? Ich glaube, wir kommen mit einem Hydrazine nicht ins Weltall und wieder zurück, oder? So gesehen sind Solid Fuel vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber naja. Was kostet eigentlich ein Solid Fuel? Nur mal so ganz doof gefragt. Solid Fuel. Ammonium. Kostet halt auch jedes Mal... Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht. Eigentlich... Ich weiß gar nicht, was der Vorteil von Hydrazine Thruster jetzt ist. Ich meine, außer, dass er teurer ist. Weil hier braucht man ein Ammonium, ein Alu. Und das finden wir ja eigentlich. Moment, können wir Ammonium vielleicht hier machen? Darin liegt der Vorteil. Okay, ich habe verstanden. Darin liegt der Vorteil. Jetzt habe ich verstanden. Okay, gut. Nö, liegt er nicht. Ja doch, liegt er schon. Irgendwie so ein bisschen. Okay, gut. Naja, was soll's. Okay. Wir wollten nochmal Plastik machen. Carbon und Compound. Ja, das ist Rubber. Nein, ich habe Carbon nicht dabei, weil das gerade noch in der Schmelze ist. Aber Compound haben wir hier. Huch. So. Dann machen wir noch einen zweiten Anhänger, hängen den auch noch hinten dran. Oh, super. So. Das hier habe ich ja auch schon. Ja, super. Dann machen wir da hinten noch einen Large Storage drauf. Sinn, auf jeden Fall. Oder? Ja, so teilweise macht's Sinn. Ja doch, macht schon Sinn. Einen mit einem Large Storage und einen mit einem... Doch, macht schon Sinn. Ja, ja. Und einen ohne halt, damit wir da das große Zeug mitnehmen können. Das macht schon Sinn. Medium Rover. Ja gut, ja, wollen wir sowieso herstellen. Mal gucken, was das kostet, aber ich glaube, es ist... Large Storage, Keramik, dreimal. Okay, das kann ich auch hier gucken. Ja. Kannst du? Hier, Clay. Clay, haben wir die Keramik schon? Nein, das. Mal Clay, dann machen wir eben das Keramik. Aber wieso hat er das jetzt nicht mitgenommen? Oder hat er es mitgenommen? Rubber? Nö, gar nicht, ne? Doch, hat er. Da hat er. Klappt. Hier. Mal dahin. Rubber, Plastik. Oh, wir haben ja hier noch was. Ja, Moment, das wollte ich an den Traktor dran bauen. Was wollte ich an den Traktor dran bauen? Wir können auch da noch ein Storage dran bauen, so wie auf einem anderen Planeten. Wir können auch hier hinten noch was dran bauen, sehe ich gerade. Oh. Ja, super. Ja, das ist ja super. Okay. Ja, schön, schön. Da können wir mal so ein Zweierding ist noch. Oh, also so ein Storage noch dran bauen und das dann da mitnehmen. Das ist ja voll super. Oh, wir nehmen erstmal wahnsinnig viel Resin von da hinten mit. Verarbeiten das zu Storage. Packen da haufenweise Storage dran. Ja, super. So ist der Plan. Okay, ich müsste alles haben jetzt. Moment. Hat gerade Pling gemacht. Das müsste ich mitnehmen noch. So, da müsste ich jetzt alles haben. Für einen weiteren Medium Rover. Sehr gut. Und darauf können wir ja dann theoretisch alles draufstellen oder alles drauf pappen, was wir so brauchen. Also das hier halt, die Sachen halt hier einfach in der Box. Ja, die hier kann ich so draufstellen, wie es ist. Das ist super. Dann brauche ich nämlich dafür gar keine Box für die großen Sachen.
Also für die mittelgroßen Sachen, besser gesagt, brauche ich gar keine Box, die kann ich einfach so draufstellen. Super. Und genau, das andere Zeug kann ich alles in eine... Ja, das Raumschiff zum Beispiel kann ich in eine Box packen, das passt dann drauf. Ja, super. Super. Wir brauchen nur noch haufenweise Resin, um eben ein paar Dingens zu machen. Okay. Gut. Gut. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und ciao, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt auch direkt los in die Arbeit. Ja, ich hasse Spätschicht. Okay, also bis dann.